Guten Morgen. So, ich lade gerade das Video hoch von gestern. Und dann bin ich gleich im Keller wieder. Schon kurz nach 9, habe mich ein bisschen verspätet. Ja. Also bis gleich. Hast du ein bisschen kleineres Wert, ein Fünfer oder so für mich? Entschuldigung. Ein Schloss habe ich da ja noch drin. Ne? Den Schlüssel. Morgen! Luftpumpe für den Meister bist du. Danke. Sag mal, was ist das? Luftpumpe, ne? Ja, mach mal. Danke. Das ist Luftpumpe. Ja, ich tippe, ich weiß es nicht. Ey, wo nicht? Ah, warte mal, ich. Das ist auf jeden Fall interessant. Bitte, hier, bitteschön. Ja. Meinem Rücken geht es heute ein bisschen besser. Wunderbar. Dafür habe ich Kopfschmerzen. Ah, einwandfrei. Ich habe nämlich gestern keinen Kaffee getrunken. Und so blöd wie klingt, aber jedes Mal, hatten wir ja schon mal ein Thema, wenn ich keinen Kaffee trinke, kein Koffein, dann brummt mir der Schädel. Das ist unglaublich. Koffeinentzug. Ich schwöre, das hat was damit zu tun. Das ist dann irgendwie nach einem Tag vorbei. Ich trinke auch keinen Kaffee jetzt kein Kaffee. Muss ich darauf verzichten wegen Milchknappheit. Ganz einfach. Und das ist auch in Ordnung so. Alles gut. So gesund ist das ja auch alles nicht. Jetzt trinke ich lieber dann ein bisschen Pfefferminztee oder irgendwas. Mal gucken. Ernähren wir uns so halbwegs pseudo-gesund. Also, ja, das war's. Was machen wir jetzt? Einen Auftrag haben wir heute. Eine Stunde, wie gesagt, ist schon um. Ein Auftrag von gestern. Heute war noch keiner da. Wir schauen mal. Also, Schaltzug erneuern. Machen wir.
zum Bremse einstellen gehört auch mal ein bisschen Nachfetten in den Zug, ne? Das mache ich als erstes. Oh, jetzt kommt Kundschaft. Jetzt läuft er leicht. So, warte. Ich geh mal kurz hoch. Da bin ich wieder. Also. Die läuft. Die müssen wir nur ein bisschen nachstellen. Bitte! Jahre. Wenn man in Italien raus sieht, 2 Jahre Strafe. Ja. Und ich repariere hier Fahrräder im Keller. Verrückte Welt. Bauhaus. Bauhaus. Ob offen ist. Dumm. Egal, mach sauber und wenn offen ist, dann geht es rein. Decke. Einkaufshaus. Ja, Angst zu Hause, genau. Ja, ist ja richtig. Krise. Arbeitslos. 1%? Ein Monat. Und danach? Geldkreis. Pflegedienst. Ja, Pflegedienst. Ja, schon hart. Ja, das ist, sag ich ja, ist alles nicht mehr lustig. Aber man muss das mit Humor sehen. Und jetzt die ganze Zeit in Kummer versinkt, das ist auch nicht gut. Und vor allem für die Kinder, wenn man Kinder hat oder so. Tja. Da kann jeder halten, wie er will. Die Ehen können nur trauern und nur Schiss haben und in der Wohnung sitzen und sich darüber aufregen. Wie man nicht so salopp sehen kann. Und dann kann man nicht aber auch salopp sehen.
funktioniert auch. Ein bisschen Toleranz ist überall gut. Aber naja, immer. Wie gesagt, man kann es nicht allen Leuten recht machen, aber so ist das. Der eine will links rum, der andere will rechts abbiegen. Schnell, schnell. Ja, ja. Auch arbeitslos. Thorsten hat gestern einen Rahmen gebracht, heute schon zusammengebaut. Bank. Na, Sparkasse. Also es ist besser, kein Geld auf der Bank zu haben jetzt. Hiebel. Da geht nichts mehr. Auktionshäuser zu. Laut Thorsten auch eBay zu. Online-Auktionshäuser. Joa, Thorsten ist losgefahren, Beton holen, weil wir wollen jetzt endlich mal die Kuhle hier, oder wollte ich überhaupt mal die Kuhle hier zumachen. Jetzt muss da erstmal der Boden wieder aufgebaut werden, weil der ist so weggegammelt gewesen. Und das wollte ich gleich mal machen. Hallo! Ja, der erste Sack ist da. Gucken wir mal. Voll weggefressen. Also, liebe Leute, keine Teppiche im Keller liegen lassen, kein Linoleum etc.
Meine Fresse, ey. Ist das anstrengend. Ist richtig viel Material liegt darin. Jetzt warten wir erstmal auf die neue Lieferung. Drei Säcke noch. Das sind jetzt drei Säcke und dann kommen noch drei Säcke. Ja, zwei hätten vielleicht gereicht. Egal, die kosten jetzt nicht die Welt. Dann ist der Raum auch endlich schön. Die alten Kriegsschäden beseitigt sozusagen. Man glaubt das kaum. Gerade ist ein Kunde vorbeigekommen, der wollte tatsächlich was haben. Na, gucken wir mal. Oh, ist das gut, ey. Oh, ist das gut. Oh, finde ich das gut. Oh, wenn das heute erledigt ist hier, dann bin ich richtig glücklich. Richtig geil. Fällt aus, dann ist der Keller nämlich durch. Dann ist der Keller saniert. Nochmal ein Keller saniert. Stimmt, der zeigt einen Auftrag, den will ich nicht. Den könnte sogar Thorsten machen. Dann hat er ein bisschen was verdient auch. Mann, das ist endlich erledigt. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit gehabt, letztes Jahr zu machen. Wollte ich ja letztes Jahr schon machen. Und jetzt ist dieses Jahr wunderbar erledigt. Jetzt habe ich die Zeit. Jetzt angefangen, fertig, aus. Nummer 3 Säcke haben wir. Gestern. Nee? Wie gedacht. Hey, Willi! Willi ist der Lack. Na, morgen ist er begehbar. Heute nicht. Heute nicht mehr. Du hast schon ein paar Truppen stehen. Ja, da ist es ganz flach. Ist das endlich erledigt? Ich wollte das so lange schon machen. Oh, das war ja Zeit, ne? Kam ja keiner heute. Und der letzte Tag, wo offen war. Bauhaus. Achtung. Ein Auftrag. Gehen Sie bitte in Deckung. Ja Mensch, das war ja echt mager heute. Voll die Magertüte an Aufträgen. Da kenne ich Leute, die sowas sehr freuen wird. Naja. Aber macht euch keine Sorgen. Kommen auch wieder bessere Zeiten. So, das ist das Rad von der Omi oder Mutti. Mutti, Omi? Mutti, glaube ich. Und die Mutti darf natürlich jetzt nicht mehr öffentliche fahren. Also muss das Fahrrad wieder ans Laufen gebracht werden. Die Marlies, die wo auch eine Mutti ist, ist am Verzweifeln. Tag 2. Heimschulung. Ja, ja. Ist sehr anstrengend und deswegen werde ich sie jetzt demnächst unterstützen. Zumal ich ab morgen, habe ich gehört, gibt es auch Öffnungszeitenbeschränkungen. Wohl, muss ich gerne mal sagen, ich habe es ja nur gehört, wohl im Handel, Einzelhandel.
ob da jetzt die Fahrradläden rausgerechnet sind, weil sie ja für die Mobilität der Menschheit sorgen sozusagen, also eigentlich auch notwendig sind, weiß ich nicht. Da muss ich mich heute Abend mal belesen, richtig, nicht, dass ich dann morgen hier aufmache und kriege dann voll die Strafe, René Demmelt. Insofern ist es gar nicht so verkehrt, auch vielleicht einfach ganz verkürzte Öffnungszeiten zu machen, auf 4 Stunden runterzuschrauben, weil du nimmst die Aufträge an. Und dann arbeitet man die in Ruhe ab. Sprich, die andere Zeit ist zwar, bin ich zwar hier, aber habe nicht geöffnet. Also insofern kann keiner stören. Die kommen dann immer von bis zack und das war. Muss man die Leute halt so konditionieren jetzt die nächste Zeit. Auf 4 Stunden am Tag vielleicht. Das reicht ja auch völlig aus. Dann habe ich gehört, dass die Großhändler wohl doch liefern sollen. Wohl. Immer. Aber die Versorgung darf ja irgendwie auch nicht zusammenbrechen. Ist ja schon logisch. Also insofern auch da kein Problem. Die Großhändler liefern, was sie haben. Inwieweit die da Nachschub kriegen und das dann sozusagen sich durchzieht, weiß ich gar nicht. Das ist jetzt ein echtes Trauerspiel für all die Läden, die irgendwie versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen. Und wer illegal öffnet, der kriegt richtig dicke Strafen wohl. Wenn die Polizei halt schon mal da war zum Schließen und man macht am nächsten Tag einfach wieder auf. Das ist erster und letzter. Ja, Feierabend heute, würde ich mal sagen. Hab ich da gesehen? Nee, was soll ich machen? Guck mal, jetzt hat sie getroffen. Tada! Scheiße, immer von 1 Million, wa? Ja, das muss jetzt aufgenommen werden. Okay, warte kurz. Machst du auch ihn? Ja, Alter, was denkst du denn? Und ich mach den genau hier auf den X. Na, du kriegst den immer so. So, warte, jetzt auf den X, ja? Auf den Punkt und dann los. Aber da ist oben. Warte. Na Achtung, ich bin ganz gespannt. Darfst du mehrfach? Hey! Nicht schlecht! Hey! Hey! Ach, Scheiße! Ecke! Das ist ja blöd gewesen. Ecke! Was mit der Fußspitze? Ach, mit der Fußspitze? Ach so, von da ist ja auch ein Punkt, okay. Na, Mama, zeig mal nochmal. Komm, zeig mal nochmal. Alle Tür, hallo. Das war eine Eins. Das war eine Eins. Oh, ja, na gut, okay. So, Bauch, jetzt mach ich mal ein Kreuz. Jetzt mach ich mal hier, komm. Jetzt weiß ich ja, wie die ist, ja. Der alte Profi. Jetzt auch da. Ich muss genau die Kante und damit ich genau gerade komme, wa? Genau. Hey! Hört denn du? Na ja, meine zwei. Wahnsinn. Okay. Okay, dann zeig mal, hier, jetzt. Ach komm, jetzt nicht so lieblos hier. Lieblos. Na?
Oh, ah, gut. Null. Was? Oh, du machst ja ganz dreckig, ja. Palomo, normal. Aber das ist ja normal. So, okay, eh Mike noch, ja? Aber jetzt Mike anders, genau mit vorne. Hat ja nicht schlecht ausgesehen. Kommst du an den ran mit deinem dicken Zeder? Guck mal. Oh, nein, Alter, Scheiße. Na, ja, das wird eine Null, das ist klar. Nein. Kannst du nochmal nachkicken? Nee, ja, darf man? Ja, also in der Luft, wenn du hochschnippst. Okay, und dann mach ich das richtig. Hochschnippst und so, darfst du noch einmal nachkicken. Oh, nicht schlecht! Oh! Ach, mit Band geht hoch? Na klar, drin ist es, scheißegal. Die zwei. Der muss ja 20 sein. Heidi ist ja 20, wa? Ja, auf jeden Fall. Ich mach so. Ist ja eine 2 und eine große 0. Okay, ach so, die große 0. So, einmal jetzt noch, jetzt mach ich mal. Hochkicken und ey, los, Alter. Oh, jetzt, wollte ich hochkicken und dann? Okay, und dann warte. Mal, ach, ich bin gespannt. Yay! Yeah. Yeah. Scheiße. Vorne mit den 10 ran. Und du willst ja, wer ihn zerstört? Der zahlt eine Runde. Ach Mann. Ich hab keinen Angriff mehr. Ach, jetzt hör mal auf mit den Scheiß. Sehr scheiße, ja. Krieg ich nicht mehr hin. Da kann man stundenlang. Das ist geil, das ist ein geiles Spiel. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon zu. Naja. Oh, gib mal einen Mugel, der ist dreckig. Komplett. Ist egal, mach mal nicht, ne? Hier hast du Zahnpasta dran. Ich nicht, Alter. Und der hat auch geschossen. Ah. Na, oder? Oh. Oi, oi, oi. Der ist aber nah dran. Wir verloren. Oh, bleib so, halbwegs gesund. Ja, also, Anouk, wa? Papa. Mach's gut, bleib gesund, meine Liebe. Und du auch natürlich. Und schön Gruß noch und alles. Ist ja klar, wa? Ist ja, machen wir. Also, tschüss. Ciao, ciao. Kommt ja auch noch ein Kunde. Ja. Dann können wir jetzt noch mal warten. Warum habe ich so viele Feuerzeuge? Die habe ich auch geschenkt bekommen. Oh. So, jetzt sagen wir fein Tschüss und schönen Feierabend. Tschüss. Wir sehen uns morgen eventuell wieder. Mal gucken. Und wir werden gucken, ob Papa im Laden ist oder nicht. Ob genau. Weil das muss ich jetzt erstmal nachlesen tatsächlich, ob ich den Laden aufmachen kann oder nicht. Und dann werdet ihr sehen, ob wir morgen da sind und dann wahrscheinlich mit verkürzten Öffnungszeiten, weil ich auch der Mama helfen muss, euch zu unterrichten. Und wenn Papa morgen offen hat, dann komme ich wieder runter. Nochmal sehen. Also bis dann, macht es gut. Ciao, sagt der Tommy und die Anouk. Tschüss.